Hallöchen, meine Lieben. Ich möchte euch heute die Bücher zeigen bzw. nennen, die ich 2019 bisher gelesen habe, also im ersten halben Jahr oder so. Im Januar habe ich ein Buch gelesen und das war von Anna Paulsen, Liebe M, du bringst mein Herz zum Überlaufen. Dieses Buch hat den Weg zu mir gefunden, da ich es spontan quasi in einem Schreibwarengeschäft gesehen habe und mitgenommen habe, denn sie hat mich da quasi drauf angefixt. Sie war letztes Jahr auf der Litlauf und hat davon geschwärmt, obwohl es nicht ihr aktuelles Buch ist, aber das Buch hat mich, wie gesagt, mehr interessiert. Deswegen habe ich das auch gekauft und dementsprechend ja quasi recht bald gelesen. Heißt, ich kann leider nicht mehr ganz genau sagen, worum es geht. Ob die Protagonistin Mathilde heißt. Puh. Also Namen sind nicht mehr so da, aber wie gesagt, dieses Buch ist auch gar nicht da, sonst würde ich es nicht einblenden. Ich habe es eigentlich als Taschenbuch, habe es aber, wie so viele, die noch kommen werden in diesem Video, dann meiner Mutter mitgebracht, dass sie es lesen könnte. Doch sie ist noch nicht dazu gekommen oder ich habe es noch nicht wieder mitgenommen, je nachdem. Auf jeden Fall hat sie es noch und deswegen ist es nicht hier. Also, dieses Buch handelt von einer Frau, die ein recht beschauliches Leben hat, ganz zufrieden damit ist. Sie geht in ihre Arbeit. Dort ist sie auch beim Postamt für verloren gegangene Briefe. Dort wird geguckt, und also wird diese Post auch geöffnet und wird geschaut, ob es irgendeinen Hinweis gibt, wo denn der richtige Absender sein könnte, der richtige Adressat, wer der richtige Adressat sein könnte, weil zum Beispiel die Adresse unleserlich ist, unvollständig ist, was auch immer. Auf jeden Fall arbeitet sie dort und arbeitet in einem bestimmten Buchstabenbereich quasi. Das heißt, wenn das einem bestimmten Buchstaben einigermaßen zugeordnet werden kann, dann landet es bei ihr, wenn das in diesem Bereich fällt. Und bearbeitet einfach diese Briefe, macht die auf, guckt nach und dergleichen und versucht eben möglichst vielen Leuten dazu zu verhelfen, dass dieser Brief noch an die richtige Person kommt. Denn wenn nicht, werden diese Briefe vernichtet und das mag sie nicht so besonders. Auf jeden Fall hat das Ganze so eine recht gemütliche Stimmung, eine ganz angenehme, sanfte Erzählweise, ganz unaufgeregt und unaufdringlich, richtig beschaulich. Diese Protagonistin, wie gesagt, führt auch sonst ihr Leben recht einfach, routiniert und kontrolliert oder organisiert. Und dann ist es sehr spannend, dass es zu kleinen Veränderungen kommt. Zum Beispiel der Nachbar, der sich das Bein gebrochen hat. Und dem hilft sie dann, weil sie eben auch eine recht fürsorgliche Seele ist und kauft ihn für ihn ein und dann unterhält sie sich eben auch länger mal mit ihm und das wird dann zu regelmäßigen Treffen und das finde ich wahnsinnig toll. Natürlich kommt es dann auch in diesem Postamt zu verschiedenen Gegebenheiten, zum Beispiel taucht dann irgendwann ein Brief eben auf und der ist immer an eine liebe M. adressiert. Auch das ist wahnsinnig toll erzählt und immer in so kleinen Schritten. Und dann passiert natürlich auch noch etwas sehr Faszinierendes, denn sie findet einen Brief, durch Zufall, der schon 50 Jahre alt ist. Und dieser Umstand von diesem Brief, der schon 50 Jahre alt ist, hat mich sehr an einen Film erinnert. Der heißt Briefe an Julia, glaube ich, mit Amanda Seyfried oder so. Und diesen Film und diese Stimmung aus diesem Film finde ich wahnsinnig schön. Und so eine ähnliche Stimmung hatte ich bei dem Buch. Und das fand ich richtig, richtig toll. Denn unsere Protagonistin macht sich dann irgendwann auch auf den Weg auf eine kleine Reise, sie einfach wegführt von ihrem Heimatort, obwohl sie da unglaublich gerne ist und ganz so gern weg will und auch gar nicht in Urlaub will. Und ich finde es so schön, wie sie das Leben verändert, aber nicht dramatisch und nicht schlimm, sondern eigentlich sie sich anfängt zu öffnen und der Welt ein Stück weit zu öffnen. Und das finde ich unglaublich schön. Deswegen absolute Empfehlung. Ich finde, dieses Buch ist viel zu unbekannt. Deswegen schaut es euch gerne mal an, wenn ihr auf so eine leichte und fast ein bisschen verträumte, aber eben auch schön angenehme Geschichte steht. Es passiert auch etwas, also es wird nicht langweilig, aber es ist einfach ganz unaufgeregt erzählt. Und das finde ich total angenehm. Im Februar waren es immerhin drei Bücher. Das erste war von Elias Vorpahl, Der Wortschatz. Auch das bei meiner Mama, aber eigentlich andersrum, denn sie hat es mir geliehen, bevor sie es gelesen hat. Und dann habe ich habe es mir geliehen, bevor sie es gelesen hat, habe es gelesen, habe es ihr zurückgebracht, dementsprechend auch bei ihr, nicht bei mir. Dieses Buch, oh, auch ein ganz besonderes Buch, wie ich finde, denn es geht um eine Suche
Und es ist so eine besondere Geschichte, das ist so eine Geschichte, die könnte man als poetisch, philosophisch beschreiben. Es ist so ein bisschen Richtung, nicht Fabel, aber Parabel. Es ist so ein bisschen, ja, es gibt so Impulse und Denkanstöße und ist total subtil eigentlich bei dem, was es erzählt und worauf es hinaus will. Und ich fand auch, das war eine ganz, ganz schöne Geschichte. Das ist so ein Buch, das kann man, finde ich, unglaublich gut jemandem schenken, gerade auch jemandem, der viel liest oder aber auch jemandem, der wenig liest, weil es jedem etwas gibt und auch gerade dann verschenken, wenn man gar nicht so recht weiß, was derjenige braucht, weil ich glaube, jeder findet etwas in diesem Buch. Und das finde ich so, so schön daran. Ich hatte mich für dieses Buch beworben bei Vorablesen und habe es nicht bekommen und war dann wahnsinnig überrascht, als ich es plötzlich bei meiner Mutter gesehen habe und sie gefragt habe, woher hast du das Buch? Und sie hat gemeint, ja, sie hat es gesehen, sie fand es gut, sie hat es mal mitgenommen. Ja, und so spielt man das Leben. Dementsprechend konnte ich es eben ausleihen und lesen und fand es richtig, richtig schön. Auch das absolute Liebe und Empfehlung. Bitte, bitte lesen. Das zweite Buch im Februar war dann von Marc-Uwe Kling, Die Känguru abprüfen. Wer mein Video dazu gesehen hat, der weiß, dass ich das geschenkt bekommen habe. Im letzten November zusammen mit dieser Karte, Yes Vegan. Ich bin wahnsinniger Fan von Marc-Uwe Kling und habe dieses Buch quasi nicht nur gelesen, sondern auch gleichzeitig gehört auf, ich weiß gar nicht mehr welcher Plattform, egal, auf jeden Fall vom Autor selbst gesprochen, denn ich finde, das macht er einfach wahnsinnig toll. Meiner Meinung nach braucht man dieses Buch nicht, denn die ersten drei Teile vom Känguru, die sind unglaublich toll. Und die sind für mich auch perfekt so erzählt und zu Ende erzählt. Hier, das ist so ein kleiner Zusatz. Wer den möchte, sehr, sehr schön. Wie gesagt, ganz dringend hätte ich ihn nicht gebraucht, aber auch da wieder. Es war einfach Unterhaltung pur, das Känguru wieder zu treffen, Marc-Uwe wieder zu treffen und dementsprechend neue Geschichten, kleine Zwischenepisoden zu hören, bei denen man auch meistens weiß, wann sie ungefähr spielen. Oder wo das quasi dazwischen gehört, zwischen die andere Geschichte. Und dementsprechend eine schöne Ergänzung, einfach humorvoll und leicht. Und das war sehr, sehr angenehm. Dann ein Buch, das zählt vermutlich mehr zum Sachbuch von Hal Elrod, Miracle Morning, die Stunde, die alles verändert. Viele haben davon schon geschwärmt. Ich denke, auch viele haben das auch schon ausprobiert. Ich bin absoluter Fan davon. Ich muss sagen, ich hatte mir das eigentlich vorher ein Stück weit angeeignet, bevor ich dieses Buch gelesen habe und habe es dann nochmal ein bisschen intensiviert und verändert. Ich bin der Meinung, man muss nicht 100% alles, was hier drin steht, genauso machen, wie es hier drin steht, aber vieles hilft einem schon weiter, um besser in den Tag zu starten, erfolgreicher zu sein, motivierter zu sein, entspannter zu sein, eigentlich sich, dadurch, dass man sich eine gewisse Zeit nimmt, um sich mit etwas zu beschäftigen, am Ende des Tages mehr Zeit hat, obwohl man eigentlich nicht weniger Zeit fürs Schlafen oder dergleichen hat. Also es ist sehr faszinierend. Abgesehen davon ist da auch wieder ein Teil Meditation, Visualisieren, Affirmationen, Sport mit dabei und ich finde das richtig, richtig toll. Also, wer sein Leben verbessern möchte und wer glaubt, er kann mehr aus seinem Leben machen, guckt euch das mal an. Es ist nicht besonders dick. Es gibt wahnsinnig tolle Tipps. Und es ist leicht geschrieben, überhaupt nicht belehrend, wie ein Sachbuch, wo es manchmal sein kann, sondern richtig leicht. Denn der Autor selbst, ich muss es nochmal nachgucken. Also, Hal Elrod selbst ist Ultramarathonläufer. Er hatte im Alter von 20 Jahren einen sehr schweren Autounfall. Ihm wurde gesagt, er kann nicht mehr laufen. Und er hat sich zurückgekämpft ins Leben. Und unter anderem natürlich für sich etwas entwickelt, eine gewisse Routine entwickelt, den Miracle Morning. Und möchte damit eben auch anderen Menschen weiterhelfen. Und das finde ich ist der richtige Ansatz, um so ein Buch zu schreiben, um zu wissen, dass man anderen helfen kann. Der richtige Ansatz, nicht belehrend und nicht der Meinung, dass er irgendwas besser weiß oder so toll ist, sondern einfach, weil es selbst erlebt hat, was es bewirken kann. Deswegen auch das hier, absolute Leseempfehlung. Im März habe ich zwei E-Books gelesen. Das eine war von Anna Winter und Michelle Schrenk. Mondscheinküsse schmecken besser. Eine überarbeitete Fassung von Affection in Love with the Moon. Das ist irgendwie der Originaltitel. Das wurde nochmal überarbeitet, neues Cover und dergleichen.
und ist eben nochmal rausgekommen als E-Book, ich glaube aber auch als Taschenbuch. Ich habe es als E-Book gelesen. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich absoluter Michelle Schrenk-Fan. Ich lese viel von ihr, nahezu alles. Ich habe auch nahezu alles von ihr hier stehen. Wie gesagt, sie ist schon Lieblingsautorin, aber ich weiß nicht, das war irgendwie nicht so mein Thema. Es geht ein Stück weit um einen, ich glaube, er heißt Jonas Mond, der Love Interest. Wie sie heißt, habe ich leider wieder vergessen. Und sie hat eigentlich einen Junggesellenabschied und plötzlich springt aus der Torte oder aus was auch immer eben ihr Ex-Freund Jonas heraus. Und in den war sie da eben schon mal ziemlich vernarrt. Den hat sie aber verlassen für denjenigen, den sie jetzt heiraten möchte. Allein diese Tatsache macht irgendwie schon klar, worum es am Ende geht oder was vermutlich noch passiert in der Geschichte. Grundsätzlich, wie gesagt, gut erzählt, weil Lieblingsautorin und sie kann es einfach, also Michelle Schrenk, finde ich, kann einfach erzählen, kann auch Liebesgeschichten sehr gut erzählen. Trotzdem, was mir vom Thema irgendwie, weiß ich nicht. Es war mir zu sehr Jonas, der Bad Boy, der dann natürlich plötzlich doch irgendwie nicht mehr ganz so Bad Boy ist, weil er natürlich dann nicht mehr mit jeder was anfangen will, sondern nur noch mit ihr und ja, sie sich halt auch sehr davon von den Erinnerungen leiten lässt, dass sie von ihm ein Stück weit auch daran erinnert wird, wie toll das doch war, als sie beiden zusammen waren und wie langweilig doch ihr aktueller, nicht Mann, noch nicht Mann, Verlobter ist und sie gerät in so einen Strudel und weiß nicht mehr genau, was sie überhaupt will. Das ist mir, ach, ich weiß nicht, das weibliche Verhalten fand ich, war mir zu teenie-mäßig und das männliche Verhalten war mir zu offensichtlich, wo es hin soll und gleichzeitig zu klar, so läuft es nicht. Nee, wenn sie vorher schon so sehr damit gekämpft hat, ihn überhaupt fern zu bleiben und es mehrmals wohl, ihn mehrmals da auch schon verlassen hat und dergleichen wohl angedroht hat, und es dann eben beendet hat und dann aber sie selber ihren Frieden nicht damit findet und er dann plötzlich meint, ach nein, doch, sie ist die Perfekte und die. Ja, war so ziemlich das erste Buch in dem Jahr, das mich enttäuscht hat. Dafür kam danach ein Buch, das hat mich überhaupt nicht enttäuscht und zwar von B.A. Paris, Saving Grace, bis dein Tod entscheidet. Ein absolut genialer Thriller. Ich wusste nicht, dass ich den lesen will. Ich wusste nicht, dass ich ihn so sehr lesen will. Es war echt faszinierend. Also, ich habe schon länger keinen Thriller mehr gelesen zu dem Zeitpunkt. Hatte auch nicht so richtig Lust drauf. Ich weiß nicht mehr genau, wer mich angefixt hat, ob es Lena von Expecto Patronum war. Vielleicht war sie es. Ich war hin und weg. Ich war wirklich hin und weg. Ich habe mir dieses Buch, ich weiß nicht, woran es lag, ich habe mir dieses Buch als E-Book gekauft und ich habe es fortgelesen und ich war hin und weg. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Es war faszinierend. Es war grandios. Ich war so gefesselt von der Geschichte. Und gleich, also es war richtig dieser Moment, dass ich nicht wusste, ob es mir zu heftig ist und ich es aufhören muss, weil ich es nicht weiterlesen kann. Gleichzeitig mit dem Moment, ich kann es nicht aufhören, ich muss es weiterlesen. Und es war so eine bedrückende Stimmung. Es war auch zu einem Zeitpunkt, zu dem es mir gesundheitlich nicht gut ging. Aber trotzdem, ich habe es weitergelesen. Ich konnte nicht aufhören. Es war, ich weiß nicht, also die Geschichte hat mich vollkommen gekriegt. Komischerweise habe ich mich danach nicht mehr für ein Buch von dieser Autorin interessiert. Aber es war grandios. Und das Ende, also so eine Erleichterung, muss ich gestehen, und so eine Wendung oder überhaupt Wendungen, die da drin waren, einfach nur faszinierend. Ich muss auch gestehen, dieses Buch hat für mich den Blick auf so eine heile Welt geändert. Und das ist schon krass. Also, das hat mich schon sehr beeindruckt und auch in meinem Denken verändert, muss ich sagen. Aber es ist richtig, 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 richtig gut. Und ich glaube, eine von den beiden, Maike oder Anja von Book Friends Forever, hat dieses Buch und weiß noch nicht, ob sie es lesen will. Lies es. Im April waren es dann ganze 8 Bücher. Ich kann es selbst gar nicht glauben, ich habe es gerade nochmal nachgezählt. 8 Bücher. Allen voran kam ich nicht um dieses Exemplar herum. Cinder und Ella von Kelly Oren. Alle Welt hat davon geschwärmt, hatte ich den Eindruck. Ich jetzt auch. Ich habe es gelesen, denn dieses Buch, grandios. Ich kann nur sagen, grandios. Es ist quasi eine Adaption von Cinderella. Es geht um Cinder und um Ella. Ella oder Ellemara hat einen schweren Autounfall. Das erfährt man auch direkt zu Beginn. Sie wird aus ihrem Leben gerissen. Sie verliert ihre Mutter. Es ist wirklich sehr, sehr dramatisch. Und es
liegt viel in diesen Gründen oder in diesem Geschehen, in diesem Trauma, dass sie dann eben bei ihrem Vater landet und bei der Stiefmutter und den Stiefschwestern. Das heißt, sie kann nicht mehr in ihr altes Leben zurück und das heißt für sie sehr, sehr viel. Und das heißt auch noch weiterhin sehr viel, denn sie hat Narben, sie hat in ihrer Beweglichkeit auch Einschränkungen. Es ist wirklich traumatisch und das ist nicht beschönigt erzählt, finde ich, sondern immer wieder im richtigen Maß auch erwähnt, dass man es nicht vergisst, aber eben nicht zu sehr, dass sie sich in Mitleid oder irgendetwas anderem badet und nur von aller Welt verhätschelt werden will, sondern ganz im Gegenteil, sie möchte eigentlich wieder möglichst selbstständig sein und selbst ihr Leben in die Hand nehmen und im Griff haben. Ihr Chatfreund Cinder spielt aber auch eine große Rolle, denn den hatte sie schon vor diesem Unfall und sie meldet sich dann zahlreiche Monate erst später wieder bei ihm, als sie sich bereit dafür fühlt und er ist total erleichtert und glücklich, dass sie sich wieder meldet. Sie ist für ihn wieder plötzlich da, wieder zurück. Sie ist nicht ganz verschwunden, sie ist nicht einfach plötzlich verschwunden und gestorben oder dergleichen, sondern er weiß, sie ist wieder da. Was auch sehr schnell klar wird, deswegen erwähne ich sie auch, Cinder ist ein sehr angesagter Schauspieler in Hollywood. Das weiß Ella nicht und Ella ist eben so das kleine normale Mädchen von nebenan und würde damit natürlich auch niemals rechnen, dass Cinder so ein Schauspieler ist, der so angesagt ist. Zu allem kommt dann natürlich noch mehr dazu, und zwar eine gewisse Liebe zu einem bestimmten Film beziehungsweise zu bestimmter Geschichte, die beide dann auch noch verbindet. Und es ist herrlich erzählt, wie die beiden dann aufeinandertreffen, überhaupt verstehen, wer der andere ist, was sich daraus entwickelt. Ich finde es so, so schön erzählt und ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr, wenn ich es richtig weiß, noch eine Fortsetzung rauskommen soll. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die so gut werden kann wie der erste Teil, aber ich freue mich riesig drauf und ich bin so glücklich, dass ich dem Buch eine Chance gegeben habe, weil ich wusste nicht, ob es mir gefällt. Ich weiß auch bis heute nicht, ob mir das Cover gefällt, aber der Inhalt hat mich einfach überzeugt. Dann habe ich gelesen von Matt Haig, The Truth Pixie. Das Ganze ist so ein recht kleines, groß bebildertes Buch und quasi wie so eine Zusatzgeschichte zu der englischen Kinderweihnachtsgeschichte von Matt Haig. Die ja besteht aus A Boy Called Christmas, The Girl Who Saved Christmas und Father Christmas and Me. Die ganzen Titel gibt es auch auf Deutsch. Blende ich euch hier auch mal ein. Ein Junge namens Weihnacht. Das Mädchen, das Weihnachten rettete. Weiß ich nicht genau, ob das auch so heißt. Und das letzte bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie es auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall ist es wie so eine Zusatzgeschichte. Also The Truth Pixie kommt in den anderen Teilen vor, spielt da quasi eine Nebenrolle und da geht es eben nur um diese Wahrheitselfe. Und ich finde es sehr nett aufgemacht. War für mich irgendwie nochmal so eine kleine Ehrenrunde, so eine Novelle quasi noch hinten dran. War sehr, sehr schön. Auch wenn im April fast schon ein bisschen. Gerade eben war noch die Sprache von Michelle Schrenk. Auch dieses hier ist von Michelle Schrenk. Vielleicht an einem anderen Tag eine relativ kurze, dünne Geschichte. Das hat, glaube ich, nicht mal 100 Seiten. Nö, um die 80 Seiten. War eine sehr, sehr nette Geschichte, kurzweilig. Ich muss aber tatsächlich auch gestehen, dass gerade diese kurzen Geschichten es mir schwer machen, mich daran zu erinnern. Also, es war eine helle Geschichte. Ich finde auch das Cover ist traumhaft, eines der allerschönsten ihrer Bücher. Wenn ich es noch richtig zusammenkriege, geht es um den richtigen Zeitpunkt und zwei, die sich da verpassen, beziehungsweise dann, ich glaube, Jahre später oder Monate später nochmal den richtigen Zeitpunkt haben am Bahnhof, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, eine nette Geschichte, aber auch da wieder schade, wenn man sich das eigentlich fast gar nicht so sehr richtig merken kann, weil es dann so kurz ist. Deswegen manchmal hätte ich das dann auch gerne länger. Michelle Schrenk. Ein absolutes Lese-Highlight in diesem Jahr, jetzt schon und Jahreshighlight und überhaupt Adriana Popescu, Morgen irgendwo am Meer. Wir gehen mit Romy, Julian, Konrad und Nele auf eine Reise, die viele Geheimnisse der Vieren ans Tageslicht bringt und lernen alle so ein bisschen genauer kennen, ihre Gründe auch für die Reise kennen und dieser Roadtrip in dem alten Mercedes ist einfach herrlich. Wunderbar erzählt, tolle Charaktere, super tolle Dialoge. Mich hat dieses Buch genau in der Zeit, in der ich mich nicht bewegen konnte, wollte, wie auch immer, nicht die Möglichkeit hatte, mich viel zu bewegen, mitgenommen. Und ja,
Seitdem wohnen diese vier auch noch in meinem Herzen und ich finde es richtig, richtig, richtig toll, denn Adriana kann einfach schreiben und mehr kann ich dazu nicht sagen. Absolute Leseempfehlung. Ja, ich habe gelesen, das Leben ist zu kurz für später. Von Alexander Reinwart. Stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr, ein Selbstversuch, der dein Leben verbessern wird. Fand ich sehr spannend, hat mich aus irgendeinem Grund sofort gekriegt. Ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen, denn es sind ja einige in dieser Art und Weise geschrieben. Aber hinten drauf steht, einen Tag nach ihrem Todestag wacht Alexandra Reinwart morgens auf und ist glücklicher als je zuvor und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Sie begibt sich also die Autorin begibt sich auf die Reise, also bleibt zu Hause, aber innerlich auf die Reise, dass sie sich vorstellt, in einem Jahr wäre ihr Todestag. Was sie denn bis dahin und wie sie das alles machen wollen würde, wenn sie in dem Glauben, dass sie lebt, dass sie wirklich noch ein Jahr zu leben hat. Und sie stellt ganz, ganz schnell fest, wie schnell die Zeit vergeht, bis eigentlich dieser Todestag kommt und wie schnell es näher rückt. Und was sie doch alles verändern könnte und wollte und überhaupt noch tun wollte in ihrem Leben und dann eben zum Teil auch tut. Ich finde, es öffnet einem nochmal die Augen und zeigt einem nochmal, es ist total wichtig, auf das zu gucken, was möchte ich? Was will ich wirklich in meinem Leben? Wie will ich etwas in meinem Leben? Und wann? Und nicht zu sagen, ja, später mal. Irgendwann mal will ich dahin reisen und irgendwann mal will ich das, will ich Ukulele spielen lernen und irgendwann mal will ich vielleicht an irgendeinen See fahren. Nee, wenn du kannst und wenn du darauf Bock hast, dann mach das jetzt sofort und warte nicht ewig, bis irgendwie der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und ich finde das total schön. Es ist natürlich für sie auch ein Stück weit Stress, weil sie sich unter Druck setzt und sagt, oh, sie muss es noch schaffen und so weiter. Sie macht sich wahnsinnige Sorgen, auch um ihren Mann und ihr Kind, das sie dann sozusagen zumindest gedanklich zurücklassen müsste. Und es ist sehr humorvoll geschrieben. Man merkt einfach, sie kommt mehr im Jetzt an und man selber auch beim Lesen und merkt, boah, ich habe das so lange vor mir hergeschoben. Ich mache es jetzt einfach. Und dann ist es erledigt. Oder ich plane jetzt das einfach konkret, damit ich das eben nicht ewig vor mir herschiebe, sondern bald erreiche oder bald erledigen kann. Oder bald auch erleben kann. Deswegen auch das absolute Empfehlung. Es geht weiter. Die nächste absolute Empfehlung, die jetzt auch fast farblich zu meinem Oberteil passt. Und zwar geht es um Kurt von Sarah Kuttner. Auch dieses Buch ging ziemlich durch die Medien, würde ich behaupten. Es ist ein Buch über Lena, wenn ich jetzt nicht wieder falsch bin, ne? Doch Lena. Den Namen konnte ich mir merken. Es geht um Lena und Lena wohnt mit dem großen Kurt zusammen und auch manchmal mit dem kleinen Kurt. Der kleine Kurt ist der Sohn vom großen Kurt und es ist ganz schnell klar, also es steht von Anfang an fest, das weiß man sofort, dass es in diesem Buch auch darum geht, dass der kleine Kurt stirbt. Und zwar ohne, dass jemand Schuld hat. Und dieser Moment, als der kleine Kurt stirbt, ist natürlich schlimm, weil man ihn vorher so in sein Herz geschlossen hat, zusammen mit Lena und dem großen Kurt. Und das ist eine total schöne Atmosphäre, wie Sarah Kuttner erzählt. Und danach merkt man, wie es ist, wenn eine Familie, die irgendwie ja doch keine Familie ist, versucht damit klarzukommen, dass der kleine Kurt gestorben ist. Wie Lena versucht, die richtige Position zu finden und gar nicht so genau weiß, was darf sie, was sollte sie tun. Darf sie an das Grab von dem kleinen Kurt, obwohl sie nicht die Mutter des kleinen Kurts ist? Darf der große Kurt so viel Zeit mit der Mutter des kleinen Kurts verbringen und darf sie sich dabei einsam und schlecht fühlen, dass sie eben nicht diese Zeit mit ihm verbringt? Darf sie traurig sein deswegen? Und einfach auch diese Frage, wie geht man als Familie oder als Familiengefüge damit um, mit Trauer und gerade wenn ein Kind stirbt. Ich finde ein mutiges Buch, ein wertvolles Buch in der heutigen Zeit. Es wird viel zu oft geschwiegen. Es gibt viel zu viele Momente, in denen ich es schon erlebt habe, dass Menschen nicht mit Trauer umgehen können und sich auch zum Teil keine Gedanken darüber machen. Und ich finde es wahnsinnig schade für diejenigen, die in diese Situation kommen. Das ist nicht selbst gewählt. Die sind in dieser Situation und haben dann oft genug nicht die Menschen um sich, die sie bräuchten, weil diejenigen sich zum Teil nicht trauen, weil die nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich finde, das Buch ist auch ein Stück weit ein Aufruf dazu, dass es heißt, Dasein ist erstmal alles. Dasein. Hilfe anbieten und Dasein. Wenn derjenige was braucht, dann kommt er. Aber solange man erstmal wirklich auch da ist und nicht nur sagt, ich bin für dich da, sondern auch da ist, hilft es schon wahnsinnig viel. Denn der Schmerz an sich, egal um wen es geht, egal wie eng oder wie fern verwandt, egal ob es
Sohn, Tochter, Ehemann, Ehefrau, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Großeltern sind. Egal wer, wer diesen Schmerz schon erlebt hat, der weiß, der Schmerz an sich, der vergeht nicht. Aber man kann wieder lernen, was Leben heißt. Und man kann wieder lernen, was es heißt, am Leben teilzunehmen. Und wenn da jemand ist, der einem hilft, dann ist es umso schöner. Weil dann hat man die Chance, wieder am Leben teilzunehmen und wieder zurückzufinden zu seinem Leben und zu sich zurückzufinden. Und kann versuchen, damit umzugehen und damit weiterzuleben. Denn was anderes ist es nicht. Der Schmerz vergeht nicht, der ist nicht irgendwann weg. Aber der Schmerz wird erträglicher, wenn man ihn verarbeitet und die ganze Zeit Menschen an seiner Seite hat, die wissen, dieser Mensch braucht Zeit dafür, für die Verarbeitung. Und der Trauernde weiß, er kriegt diese Zeit und er darf trauern. Und dieses Buch, ich finde es grandios. Ich finde, wer sich damit beschäftigen will, der sollte dieses Buch lesen. Wer noch nie etwas damit zu tun hatte, mit dem Tod, der sollte es auch lesen. So, ich habe von mir relativ egal, kann man mal machen, beendet. Das Buch habe ich auch schon vorgestellt in dem Ende-Video. Und da habe ich es bereits begonnen gehabt, habe es lange liegen gelassen und habe es dann als Hörbuch beendet. Denn sie hat das Ganze selbst auch gesprochen auf Spotify. Und da habe ich es dann zu Ende gehört, beziehungsweise immer mal wieder mitgelesen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich finde, wer so die Themen von Mirella kennt, wer so ein bisschen die Art und Weise von ihr kennt und sie mag, für den ist es genau das Richtige. Vielleicht sind Themen eben nicht für jeden was, aber wer so grob in dem Alter ist, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, wer so grob in dem Alter ist, der kann das vielleicht nachvollziehen und kann das gut sich damit identifizieren und fühlt sich verstanden. Dann oft genug gibt es auch Bücher, die liest man und die sind von Menschen, die älter sind. Das ist gar nicht schlimm, aber die sind einfach nicht mehr genau in dieser Situation. Die sind nicht mit dem gleichen aufgewachsen, die können das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen, aber hier hatte ich den Eindruck, man wird verstanden und es werden so ein paar kleine Hilfestellungen auch am Ende noch angeboten, so nach dem Motto Scheiterhaufen, den kann man dann machen, schreibt eure Scheitermomente auf die Holzscheite und dann let it burn zum Beispiel. Ja? Solche Geschichten oder dass man ein Vision Board sich machen könnte und so weiter. Also sie gibt so ein bisschen zu den großen Fragen so ein bisschen mögliche Antworten und Hilfestellungen und kann aber eben auch mit so Dingen, die ganz lustig sind, aufwarten und das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Dann ein Buch, das wiederum an meine Mutter verliehen ist, von Aaron Wahl, Ein Tor zu eurer Welt. Dieses Buch ist geschrieben von Aaron Wahl. Aaron Wahl ist selber meines Wissens Autist und hat durch ein bestimmtes Programm, das eigentlich grundsätzlich zum Zeigen bzw. zum Verarbeiten von Gefühlen gedacht ist und war, hat mit diesem Programm, das wie gesagt für Schauspieler gedacht ist, gelernt, mit seinen Gefühlen umzugehen bzw. die Gefühle anderer zu verstehen. Er erzählt in diesem Buch einen recht langen Weg. Ich würde behaupten, einen sehr großen Teil des Buches macht den Bereich aus, den man vielleicht als Scheitern seines Lebens bezeichnen könnte. Er ist ähnlich alt wie ich, deswegen war das auch da sehr nah für mich. Wie er so von Ort zu Ort geschickt wird, wie er als psychisch labil beschrieben wird, wie er Medikamente nehmen soll und. Also ganz viele Dinge passieren da in seinem Leben. Er wird verprügelt, egal, also auch schlimme Dinge. Und wie er dann aber langsam einen Weg findet, um damit klarzukommen und auch um damit rauszukommen und nicht in so ein Loch zu fallen, in irgendeinem Wohnheim, wo er quasi sonst sein Leben lang sitzen würde, wo er quasi nicht arbeiten würde, neben anderen, die irgendwie Drogen konsumieren, leben würde, die so gar nicht zu ihm passen, weil er deutlich intelligenter ist und was aus seinem Leben machen will, im Gegensatz zu den anderen, die schon irgendwie damit abgeschlossen haben mit Anfang 20, dass sie irgendwie nichts mehr Sinnvolles tun im Leben. Und der einfach, ja, was erfahren will und der kommt eben, er trifft, ich glaube, sogar auf den Erfinder dieser Methode. Und zwar geht es darum, dass Schauspieler, wenn die in eine Rolle reingehen und in den Gefühlen sind für diese Rolle, dass sie da auch wieder rauskommen aus diesen Gefühlen, beziehungsweise sich da abgrenzen können und diese Gefühle nicht zu sehr an sich ranlassen oder mit nach Hause nehmen. Und so ein bisschen abgewandelt nutzt er dann dieses Konzept, damit man überhaupt Gefühle zulässt und er merkt, was Gefühle sind, er einen Zugang kriegt dazu. Und er weiß, was Gefühle sind und wie sich ein Gefühl anfühlt. Und er dadurch mehr in Kontakt mit anderen Menschen kommt.
Ich finde gerade das Ende ist wahnsinnig toll, weil es einem irgendwie Mut macht, dass es doch immer wieder neue Dinge gibt, die entdeckt werden, entwickelt werden und die ihn eben, ihn jetzt im Besonderen, aber in Zukunft, also im Moment schon und auch in Zukunft noch andere Menschen erreichen sollen, um ihnen zu helfen. Und das finde ich so, so toll, wenn es aus so einer inneren Kraft heraus und Motivation entsteht, dass er eben sagt, er will nicht genau dieses Leben führen, das gerade für ihn vorgesehen ist, scheinbar auch vom System und von der Gesellschaft, sondern er will da was draus machen. Und das fand ich wahnsinnig toll, lebensbejahend und inspirierend. Im Mai habe ich drei Bücher gelesen, davon auch wiederum verliehen an meine Mutter von Julien Barnes, Die einzige Geschichte. Ich habe mir dazu auch das Interview, das kurze Interview von Dennis Scheck bei Druckfrisch angeschaut, eben mit dem Autor Julien Barnes. Und ich habe gedacht, ja, das könnte gut was für mich sein. Puh, worum geht es in diesem Buch? Wenn ich mich recht entsinne, steht hinten drauf der Satz: Wollen Sie lieber mehr lieben und dafür auch mehr leiden oder weniger lieben und dafür auch weniger leiden? Und ich glaube, nahezu alle würden diese Frage gleich beantworten und darauf gründet so ein bisschen diese Geschichte. Fand ich sehr spannend und auch einen großen Teil dieser Geschichte fand ich sehr schön erzählt und spannend. Allerdings hat ab einem gewissen Punkt haben mich viele Dinge an der Vorleser von Bernhard Schlink erinnert, was ich irgendwie mit der Geschichte komme ich gar nicht klar. Es hat mich zu sehr an irgendwelche anderen Geschichten erinnert. Es war mir irgendwann zu die Sprache auch nicht mehr so, wie sie am Anfang war. Also der Anfang des Buches fand ich schön, fand ich gut, aber irgendwann hat es für mich nicht mehr gepasst. Und das finde ich unglaublich schade, denn es kam auch ein ganz toller Bericht von, ich glaube, Love Letter Convention oder Lit irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau leider, wie es hieß. Auf jeden Fall von Book Friends Forever, Anja und Maike, die waren auf so einer Veranstaltung und dort konnten sie die Übersetzerin kennenlernen. Die hat über das Buch gesprochen und wie sie es übersetzt hat und waren ganz begeistert auch von diesem Buch. Zumindest das, was sie bis zu dem Zeitpunkt darüber wussten. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon gelesen haben. Ja, wie gesagt, also ich fand es bis zu einem gewissen Anteil ganz gut. Vielleicht finden es auch andere Menschen gut. Es geht ein bisschen um so eine Kleinstadt oder Vorstadt, ein bisschen um so einen Tennisclub, in dem sich eben der Protagonist, um den es geht, so ein bisschen in eine ältere Frau verguckt. Diese ältere Frau ist auch verheiratet, hat auch, ich glaube, sogar zwei Töchter. Ja, diese Geschichte darum, wie sich die entspinnt und was daraus wird. Und wie gesagt, bis zu einem gewissen Anteil war das wunderschön gemacht und erzählt und genau meins. Aber leider irgendwie nicht ganz. Ja, ich weiß nicht, ob es sonst noch jemanden gibt. Vielleicht schreibt mir das mal, wenn ihr das Buch gelesen habt, ob ihr mit dem Buch gut klargekommen seid. Ich irgendwie nicht. Leider. Dann habe ich gelesen von Dan Browns Sakrileg. Auch das ist ein Buch, das habe ich nicht hier, weil ich hatte es von meiner Mutter geliehen und ist wieder zurückgewandert. Das heißt, es ist auch nicht mehr hier und wird nicht mehr hier sein. Ich hatte den irrsinnigen Glauben, dass Sakrileg das erste Buch von Dan Brown sei und Illuminati das zweite. Es ist ja genau andersrum. Das heißt, ich habe mit dem zweiten Buch von Dan Brown angefangen. Aus der Robert-Langdon-Reihe quasi. Und ich muss sagen, mich hat das Buch wahnsinnig gefesselt. Von der ersten bis zur letzten Seite, auch wenn es, ich weiß es nicht mehr, 500, 600, 700 Seiten waren, hat mich unglaublich gefesselt. Ich war total in dieser Geschichte drin. Ich fand es richtig, richtig toll. Also wahnsinnig meine Geschichte. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so begeistert bin von Dan Brown. Ich habe noch nie vorher etwas von ihm gelesen, aber mit dieser Geschichte hatte er mich vollkommen. Bei Sakrileg geht es darum, dass dass im Louvre der Direktor quasi, der Museumsdirektor, wird gefunden mit einem merkwürdigen Symbol auf der Brust. Der liegt tot auf dem Rücken und Robert Langdon wird dazu gerufen. Und es dreht sich dann auch um die Tochter dieses Verstorbenen. Auf jeden Fall wird es eine wilde Jagd und zwar nicht nur quer durch Paris. Und ich fand das richtig gut erzählt und richtig spannend. Und deswegen wollte ich auch Illuminati lesen. Ich hänge aber noch mittendrin, deswegen irgendwie will das erste Buch nicht so, wie das zweite wollte. Egal, auf jeden Fall, ich fand es sehr gut. Falls es noch irgendjemanden auf diesem Planeten geben sollte, der Sakrileg nicht gelesen hat, traut euch mal ran. Ich habe mich auch getraut. Das letzte Buch im Mai war dann von Adriana Jakob, Tödliches Klassentreffen. Kommissar Rauchs erster Fall. Das Ganze habe ich als E-Book gelesen. Mittlerweile, wie ihr seht, habe ich das auch als Taschenbuch hier und bin super glücklich darüber. Wie es dazu kam, könnt ihr gerne einmal gucken unter dem i. Da findet ihr meine kleine Geschichte, meine kleine Rezension auch zu diesem Buch, wie ich Adriana
Popescu und Anne Freitag treffen durfte in Stuttgart und da auch dieses Buch bekommen habe. Das Ganze ist eine Geschichte, die spielt sich, ein Krimi, das spielt sich in Stuttgart ab. Es geht um Benedikt Rauch, der Kommissar ist, und um sein Klassentreffen, denn am Tag danach wacht er auf und wird damit konfrontiert, dass in seiner ehemaligen Schulturnhalle ein ehemaliger Klassenkamerade tot aufgefunden wird. Was sich da alles entspinnt, was für Wendungen es gibt, wie spannend das gestaltet ist und auch wer denn diese Sophie Hagen ist, die da an seiner Seite so mitermittelt. Sehr, sehr schön erzählt. Richtig, richtig toll. Wie gesagt, ich erzähle das ein bisschen ausführlicher noch in meiner Rezension dazu. Und ihr solltet euch das unbedingt mal angucken, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dass eben Adriana Popescu unter dem Namen Adriana Jakob eben jetzt auch noch Krimi schreibt. Und ich finde, sie kann Krimi und das sollte sie weiterhin tun. Deswegen können wir sie ruhig ein bisschen unterstützen. Im Juni habe ich zwei Bücher gelesen und das erste davon hatte ich als Buch hier, jetzt nicht mehr, mal wieder. Und zwar war das von Matt Haig, Ich und die Menschen. Ich habe das Ganze dann als Hörbuch gehört und zwar hat das Christoph Maria Herbst gesprochen und das hat er vortrefflich getan. Ich glaube, ich hätte nicht so viel Spaß beim Lesen gehabt, wie ich es beim Hören hatte. Und es ist eine Geschichte, die kennen vermutlich auch schon viele. Es dreht sich um einen Wissenschaftler, der meint, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Formel gefunden zu haben, auf jeden Fall für ewiges Leben oder so. Auf jeden Fall hat er etwas gefunden und entdeckt und die Außerirdischen möchten das aber nicht. Deswegen schicken sie einen auf die Erde und der soll den Platz dieses Professors einnehmen und den spielen. Und es ist herrlich, was er sich so überlegt hat, wie die kommunizieren und wie schnell die lernen und wie er sich das zusammenreimt, was was ist und was wie sein kann. Und es auch zum Teil leicht philosophisch wird um die Frage, was ist denn Liebe überhaupt? Und wie dieser Außerirdische im Körper eines Menschen dann herausfindet, was Liebe ist. Und ja, herrlich. Einfach eine herrliche Geschichte. Ich finde, wie gesagt, gelesen, vorgelesen, das bekommen war nochmal schöner, glaube ich, als es selber zu lesen und dementsprechend als Hörbuch. Das letzte Buch im ersten Halbjahr von 2019 war dann von Anne Freitag, Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist auch erst erschienen, dementsprechend habe ich es direkt nach Erscheinung gelesen. Lieblingsautorin, Lieblingsbuch, also damit kann man auch definitiv nichts falsch machen. Wir begleiten hier Rosa in Australien, die möchte dort ein bisschen durch die Gegend reisen, sich selbst finden nach dem Abi und etwas erleben, trifft dann auf Frank, mit dem sie eine ganz tolle Geschichte verbindet. Weil der Name Frank für sie andere Bedeutungen hat. Also es ist ganz herrlich erzählt. Und die beiden beschließen dann, gemeinsam weiterzuziehen. Bis dann irgendwann noch David dazu stößt. Und auch hier gibt es wahnsinnig tolle Wendungen, tolle Geschichten, die alle mitbringen. Schöne Verstrickungen und dass es kompliziert ist und gleichzeitig so, dass man denkt, ja, irgendwie da gibt es was zu lösen. Und es ist einfach herrlich erzählt. Ich finde, Anne Freitag kann so, so gut erzählen und Situationen beschreiben und was erklären, ohne es zu erklären und etwas benennen, sodass man denkt, man ist wirklich dabei in Australien, man kann das richtig nachfühlen. Und ich finde auch da wieder, es waren, ich weiß es nicht mehr, 400 Seiten und die sind verflogen. Auch da wieder die Gestaltung des Buches herrlich. Ich finde, das ist wirklich jedes Mal grandios. Egal ob vorne oder hinten oder auch einfach dieser Rucksack auf dem Cover oder hier der Camper, mit dem sie unterwegs sind. Es ist einfach richtig, richtig schön. Es ist so eine ganz, ganz runde Geschichte, weil immer alles passt bei ihren Büchern und ich finde, ja, sie kann das einfach herrlich erzählen, wie keine andere. Auch dieses Buch ist ein Lesehighlight für mich, ein Jahreshighlight und ich halte es in Ehren. Es wurde mir ja auch erst vor kurzem von ihr signiert und ich bin wahnsinnig froh darüber. Und sie hat reingeschrieben, für Anja, wenigstens dein Gesicht erkenne ich immer. Und das ist tatsächlich so und ich freue mich jedes Mal, dass sie mich erkennt. Müsste sie ja nicht. Und ich, ja, große, große Lieblingsautorin kann ich nur jedem empfehlen, egal welches Buch von ihr. Fangt einfach mal mit ihr an, falls ihr noch keines kennt. Und wenn ihr das hier noch nicht kennt, dann unbedingt nachholen. Das waren sie jetzt aber. Es war ein ewig langes Video. Ich habe
ewig gelabert, ich kann nicht mehr reden. Vorbei und Ende. Das waren meine Bücher aus dem Jahr 2019, die ich bisher gelesen habe. Wenn ihr wollt, dann schaltet gerne wieder ein. Tschüss.